Healing. Wir starten ja jetzt die Ausbildung. Bis zum 7.9. kannst du mitmachen. Warum ist es so wichtig? Warum lege ich das jedem ans Herz? Weil es mein Leben verändert hat, weil es das Leben von den Mentorinnen verändert hat und weil es das Leben von so vielen anderen Menschen auch verändert hat. Divine Healing ist das, was wir sind. Es ist einfach unsere normale Art zu sein. Divine Healing ist das, was wir hier sind zu tun. Das ist das Wichtige. Wir sind hier, um göttlich zu heilen, um unsere Göttlichkeit zu erkennen wieder. Und ein großer Punkt, ein großes Problem ist ja immer göttlich, dieses Wort. Ja, das ist divine. Divine ist anders. Gott, göttlich auf Deutsch insbesondere. Da denken wir immer gleich an Kirche, an Religion, an Religionsunterricht. Und das ist nicht damit gemeint. Damit ist wirklich unsere Divinity. Das ist viel schöneres Wort. Das ist für uns im deutschen Sprachgebrauch ist es noch nicht so belegt. Aber Gott, Gottheit, Götter verehren. Und so weiter und so fort. Und Gott ist eine Einheit, eine Wesenheit außerhalb von uns. Dabei ist Göttlichkeit ein Seinszustand. Es ist nichts anderes als ein innerer Seinszustand, der sich beschreibt durch Harmonie, Liebe, Freiheit, unterstützt sein, richtig sein, gut sein. Alles verdient zu haben, in absoluter Fülle zu sein, perfekt zu sein. Ich weiß, bei manchen ist perfekt so, das ist zu viel, Perfektion braucht man nicht. Nein, man braucht keine Perfektion. Erlangen, erstreben, weil sie ist da. Sie ist da, sie ist in uns. Perfektion ist unser Geburtsrecht. Wenn nichts mehr beurteilt wird, wenn nichts mehr kategorisiert wird, wenn nichts mehr bewertet wird, bleibt Perfektion. Und das ist Göttlichkeit, das ist Divinity, das ist in alles in allerbester Ordnung. Und dieser Zustand, das ist das, was wir erstreben. In diesem Zustand fühlen wir uns wohl. Und wenn wir die meiste Zeit uns wohlfühlen, dann hat Krankheit keinen Platz. Es hat keinen Platz in unserem Körper, es hat keinen Platz in unserem Leben, es hat keinen Platz in unserem Seinszustand. Das geht nicht. Und es ist so, so wichtig, dass wir das wieder erfühlen, auch erkennen, sehen, wie groß und machtvoll wir sind, wenn wir in diesem Zustand der Divinity, ich sage es jetzt extra, in diesem erhobenen Zustand, in diesem hochschwingenden Zustand, wo wir alles in bester Ordnung sehen können, wahrnehmen können, wo wir hinter den Vorhang blicken können, unseres Verstandes, unserer Einordnung, unseres Egos, unserer Bewertung, und in die absolute Wahrheit hineinschauen und in diese absolute Wahrheit auch hineinfühlen. Und das ist Divine Healing. Es ist eine Transformation deines Zustandes in einen erhöhten Zustand, wo du alles, was dich einschränkt, was dich krank macht, was dich unterdrückt, für diesen Moment loslässt und eintrittst in eine Energie, in einen energetischen Zustand, wo alles in Ordnung ist, wo alles in göttlicher Wahrheit ist, in göttlicher Ordnung, in göttlicher Perfektion. Du gehst raus aus deinem Menschsein. Du lässt alles hinter dich
Und dann kannst du anfangen zu transformieren für dich und für andere. Und das Wichtige an Divine Healing ist eben zu erkennen, warum kannst du das machen? Wieso bist du dazu ermächtigt? Warum bist du ein Heiler? Warum bist du eine Heilerin? Jeder von uns ist eine Heilerin, aber unser Verstand möchte das nicht wahrhaben. Der denkt, ah ja, aber ich muss ja noch. Und 100.000 Bedingungen und Voraussetzungen kommen einen in den Sinn, dass man sagt, nö, wieso soll ich das können? Wieso soll ich das können? Und das ist genau der Punkt, über den wir hinauswachsen dürfen und sagen, es gibt kein Wieso. Wir brauchen keine andere Ermächtigung für unseren Seinszustand, außer die Tatsache, dass wir hier sind. Dass wir hier und jetzt in diesem Zeitraumgefüge uns befinden. Das ist Ermächtigung. Das reicht. Dein Sein, dein Dasein, dein Ich Bin reicht, alles zu haben, zu können, zu erschaffen, zu erschöpfen, was du nur möchtest. Und ich weiß, dass jeder von uns hierher gekommen ist, um zu heilen. Ich nehme ein anderes Wort, um zu transformieren, um das Dunkle, um das Böse, um das Schlechte, um das Kranke, um das Niedere, um das Schmerzende zu transformieren. Um das Unterdrückte, um das Eingesperrte zu transformieren. Weil eins ist außer Frage, alle körperlichen Symptome, Krankheiten entstehen in einem Seinszustand, in dem wir uns krank, also nicht heil, unheil wahrnehmen, empfinden. Und das zu transformieren an unserem Kopf vorbei, als allerersten Schritt eine kleine Tür zu öffnen, um dieses Gefühl, um diesen Zustand sich wieder herzuholen, sich daran zu erinnern, wie es ist, wenn ich an einen komplett heilen Seinszustand glaube. Darum geht's. Und das brauche ich, egal ob ich privat oder ob ich im Business, ob ich in der Family, ob ich zum Beispiel draußen noch im System unterwegs bin und irgendwie angestellt bin. Wie willst du überleben, wenn du dich nicht rückbesinnen kannst auf deine wahre Natur, auf deinen wahren Seinszustand? Wie willst du dir erlauben, frei zu sein, glücklich zu sein, unterstützt zu sein, gesund zu sein, wenn dein Kopf dir die ganze Zeit Geschichten erzählt, die dir dein Körper im Sinne von Gefühlen widerspiegelt? Und Divine Healing holt dich genau dort ab, wo du gerade bist. Und du lernst es für dich selber zu tun, du lernst es, deine Emotionen zu transformieren, zu verändern, du lernst es, deinen Körperzustand von jetzt auf nachher total zu verändern. Und ein ganz großer Grund, warum wir chronisch krank sind, von chronischen Krankheiten oder von Sachen wie Migräne, von Sachen wie Panikattacken, von Sachen wie Müdigkeit, Schwäche, Verspannungen. All das ist eine Manifestation deines Seinszustandes. Und es ist so schnell, es geht eins zu eins. Nimm mal Kopfweh. Du hast keinen Kopfweh, plötzlich hast du Kopfweh. Dazwischen ist, was passiert in dir, in deinem biologischen System. Dazwischen ist deine Aufmerksamkeit auf eine Story, auf eine Geschichte, auf eine Angst, auf einen Zusammenhang, auf einen Hintergrund geleitet worden,
der schmerzlich ist, der beängstigend ist, der eng ist. Und dann kriegst der eine Kopfweh, der andere kriegt Bauchweh, der andere kriegt Herzklopfen, der andere kriegt Herzschmerzen, der nächste kriegt Schweißausbrüche. Und das in diesem Moment ein Tool zu haben, wo du das verändern kannst, jetzt, weil genauso schnell, wie du in diesen Zustand reingekommen bist, kannst du dich aus diesem Zustand rausbringen. Und es liegt an dir, du kannst es für dich selber tun und genauso schnell kannst du andere Menschen von einem Moment, aus einem Zustand in den anderen bringen. Und warum kannst du das? Weil du es eh schon immer tust. Du kommst zu deinem Partner, zu deinem Mann, du hast ein Problem, dein Partner, dein Mann ist freudig, glücklich, freut sich auf etwas, feiert gerade einen Erfolg. Du kommst hin mit deinem Problem, mit deiner Sorge, mit deiner Angst und du hast innerhalb von einer Millisekunde, von einem Moment hast du den Zustand deines Partners verändert. Dem ist nicht mehr zu feiern zumute. Du hast ihn mit der Energie deines Problems gewaschen, überstülpst und du hast deinen Zustand verändert. Von jetzt auf nachher. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass das so funktioniert, kannst du das eben auch andersrum machen. Andersrum. Und du musst nicht mal mit dieser Person konversieren im Sinne von vielen Worten. Du wirst lernen, wie du das in dir veränderst, dass der andere innerhalb kürzester Zeit eine Veränderung spürt in seinem Seinszustand. Und ich hoffe, du hast es verstanden, dass du es ja eh schon tust. Hier geht es darum, bewusst wahrzunehmen, was du bewirkst, was du immer schon bewirkt hast, aber das so zu kanalisieren, dass es eine Wirkung ergibt, ein Ergebnis ergibt, das du dir wünschst, das du dir für dich, für deine Liebsten, für dein Business, für deine Kunden, für deine Klienten wünschst. Und deswegen, der Heiler ist in dir. Und nimm es her als Tool, dieses Standing zu bekommen, dieses klare Wissen zu bekommen. Und du brauchst hier keinen Hokuspokus. Keiner muss dich einweihen. Keiner muss dir irgendeinen Code übertragen, sondern alles ist für dich schon da. Es ist vorbereitet und du gehst hinein. Du gehst hinein in deinen wahren Zustand. Da kann auch niemand kann dir genügend Codes übertragen, niemand kann dir genügend Reiki-Einweihungen geben, wenn du nicht bereit bist, in dein wahres Sein als Heiler, als Schöpfer. Heilung ist ja nichts anderes, wie als einen anderen Zustand zu erschaffen. Und aus diesem anderen Zustand erschaffen sich andere Lebensumstände, andere Begegnungen, andere Situationen, andere Kontostände. Also heißt es Divine Healing, heilt nicht nur den Körper, es heilt jeden Lebensbereich für dich, weil es einfach die Basis ist, um für dich zu erkennen, wer du wirklich, wirklich bist und wie du wirklich, wirklich wirkst. Und es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, auf die du vielleicht anspringst, weil sie dir irgendeinen Zauber, eine Magie versprechen, die kann ich dir auch versprechen, aber ich verspreche dir, dass sie nicht mit mir zusammenhängt, sondern diese Magie wohnt schon lange in dir und sie hängt mit dir zusammen. Und jetzt geht es darum, dass du den Schritt tust und sagst, ich bin bereit, ich aktiviere in mir, du sagst das, ich sage nicht, ich aktiviere in dir. Nein, nein, nein. Du kommst und sagst, ich bin bereit, in mir alles zu aktivieren, was dort schon ist, was dort schon perfekt ist, was da schon wunderbar veranlagt ist, was da schon wunderbar wohnt und schläft, weil ich es durch Ängste, durch Bedenken, durch Zweifel, durch Konditionierungen nicht erweckt habe.
Und so geht es in Wahrheit. Es geht nicht, dass du jemanden anders brauchst. Du brauchst dich, du musst da sein, du musst präsent sein, du musst kommen und sagen, hallo, Leben, hallo, mein göttliches Wesen, hier bin ich. Ich bin bereit, dich zu aktivieren, dich zu verkörpern und dich rauszulassen. Und ich zeige dir nur einen Weg, wie du das für dich erfahren kannst und wie du das für dich einsetzen kannst und vor allem, wie dein Verstand dir das erlaubt zu verkörpern und weiterzutragen. Weil wenn dein Verstand die ganze Zeit erzählt, das ist ein Bullshit, wieso sollst du das können, woher kannst du das, du hast keine spezielle Gabe, was bildest du dir nur ein, bist du hochnäsig, dann funktioniert das nicht, dann kommst du nicht weiter im Leben, dann bleibst du in dieser kleinen, begrenzten Vorstellung von dir selbst, die einfach nicht wahr ist. Um diese Mauern, um diese Grenzen zu sprengen, musst du deinem Verstand die Wahrheit so verkaufen, dass er sagt, Mensch, klar, so ein Bullshit. Ich bin genau durch mein Menschsein hier erhoben worden, um das schönste, geilste, gesundeste, göttlichste, fröhlichste, bereicherndste, für andere bereichernde, für mich bereichernde Leben zu führen. Und Divine Healing ist der Einstieg. Der Einstieg, mit dem du aber Großes bewirken kannst in deinem Business. Du kannst sogar mit Divine Healing, mit dieser kleinen Ausbildung, viel mehr erreichen als andere, die 100.000 Jahre Bedingungen studiert haben und Zusammenhänge studiert haben, die eigentlich gar nicht existieren. Es gibt nur einen Zusammenhang und das ist du, deine Intention und deine Vorstellung hat eine Wirkung. Und dazwischen gibt es in Wahrheit nichts. Alle diese Zusammenhänge, die gelernt und gelehrt werden, die sind nur für den Verstand. Wenn aber dein Verstand bereit ist, diese Abkürzung anzunehmen und zu sagen, ich bin hier hierher gekommen, als meine Göttlichkeit hier verkörpert, um die herauszufinden, um die rauszuholen, um die wieder zu aktivieren, ich spüre das genau, ich habe es schon immer gespürt, dann brauchst du nicht diese wahnsinnig langen Umwege zu machen, um dir die Erlaubnis geben zu können, als das zu wirken, als dass du hierher gelandet bist, als ganz, ganz kleines Baby schon, als kleines Kind, als du dich noch daran erinnert hast. Ich wünsche mir so eine heile Welt. Ich wünsche mir, dass der Mama gut geht. Ich wünsche mir, dass dem Papa gut geht. Ich wünsche mir, dass alle glücklich sind. Ich wünsche, dass die Oma gesund ist. Warum hast du dir das immer gewünscht? Weil es in dir veranlagt ist. Weil es in dir veranlagt ist, zu heilen. Und du gehst den Weg, viele als Krankenschwester und so weiter und so fort, als wahnsinnig große, viele schwere Ausbildungen, langjährige Ausbildungen. Aber sie spüren nie den Heiler in sich. Sie spüren nie diese Wahrheit in sich, die sie wirklich sind, wenn sie diesen ganzen menschlichen Wust ablegen und einfach nur in diese energetische Wahrheit reinfühlen und merken, was sich daraus für Wirkung erzeugt. Es ist so einfach. In der Bibel steht, Jesus hat die Hand aufgelegt oder diese Geschichte, die Frau, die kommt und will nur seinen Mantel erhaschen und wird geheilt. Ja, die kennt ihr alle. Ihr kennt Spontanheilgeschichten. Ihr kennt Geschichten, wo Menschen vorher krank waren, im nächsten Moment geheilt worden sind. Es ist dein Wechsel des Zustandes. Und wenn du das erlaubst von einem Moment zum anderen, wenn du es erlaubst, es hat niemals etwas mit der anderen Person zu tun, dann passiert Veränderung. Aber du musst in der Erlaubnis bleiben, dass Veränderung kommt. Und ich zeige dir ein Tool, wie du in dieser Erlaubnis bleiben kannst, wie du wiederholt diese Erlaubnis gibst, sprichst, dass sie sich im Außen realisieren kann. Ich habe genügend Beispiele. All meine Master of Divine Healing, die haben Beispiele, die haben geheilt, die haben Tiere geheilt, sie haben ihre Kinder geheilt, sie haben ihre Tanten, Onkels geheilt. All diese Geschichten wirst du von ihnen hören. Und wenn du auf dem YouTube-Kanal schaust, auch bei der Rima, wie sie ihren Papa geheilt hat, die Susi, wie sie ihre Schwester geheilt hat, ja, 100.000 Sachen.
in der Frau, die alles hat, sie hat ihren Hund geheilt. Es ist keine große Sache. Es ist hier in dir drin. Und das zu aktivieren, ist auch keine große Sache. Und deswegen mache ich es erschwinglich. Heute kannst du noch zum Beispiel einen wunderbaren Kurs auch von der Maria oder von der Susi, von der Myrivette, von der Rima kaufen für den halben Preis oder nur auch meine 49, das ist eh ein Geschenk, diesen Goldblockadenkurs kaufen, der kostet halt 24,50. Und dann kriegst du die Ausbildung zum Master of Divine Healing für 1600 Euro. Und du kannst das Geld sofort wieder verdienen, wenn du glaubst an dich, an deinen Zustand, an deinen wahren Zustand, dass du eine Heilbringerin bist. Es ist so ein kleines Investment. Und wenn du dich gerufen fühlst und sagst, ja, ich wollte das schon immer, bei mir war das so. Ich habe 1000 Teilausbildungen gemacht. Ich war beim Dr. Eric Pearl, Reconnective Healing, da alles durchgemacht. Theta Healing, Theta Floating, was auch immer noch, zig andere, die, wo mir den Namen jetzt gar nicht einfällt, weil ich immer gedacht, wie geht Heilung? Ich will mich und andere heilen, wie geht denn das? Und ich habe es ganz, ganz tief studiert. Und ich bin Sachen aufgesessen, wo mir Leute erzählt haben, das geht nur durch mich, das geht nur über mich. Und meine Heilkraft kriegst du durch mich, dadurch, dass ich dich eingeweiht habe. Das ist Bullshit, das kann gar nicht stimmen. Weil wir alle gleich sind, weil wir alle die gleichen Zugänge haben, weil wir alle aus dem gleichen Ort, der gleichen Seele, aus dem gleichen göttlichen Vorstellung, aus der gleichen göttlichen Idee stammen. Wir sind alle gleich. Unser Denken unterscheidet uns. That's it. Es gibt niemanden, der besser ist, der mehr Kraft hat, der es besser kann. Es ist nur die Kraft, ob du sie zulässt durch dein Denken oder ob du sie blockierst, weil du Einschränkungen anlegst, weil du eingeschränkt denkst. That's it. Da ist nichts anderes dahinter. Da ist nichts Gottgegebenes, hier mehr, da weniger. Nein, nein, nein. Und dafür verweigere ich mich, weil es kann nicht sein. Es ist unlogisch. Es ist nicht die Wahrheit. Wir sind alle gleich. Wir haben alle den gleichen Zugang. Wir haben alle die gleiche Möglichkeit. Wir können alle gleich wirken. Nur wir müssen unseren Verstand, unser Denken so hinkriegen, dass es den Weg frei macht, dass wir diese Wirkung entfalten können. Und dieses Denken, du kannst nicht und du kannst doch nicht und wieso denn du, blablabla, der ganze Bullshit muss weg, damit du in deine Kraft und in deine Power kommst. Und das Divine Healing ist das, der Anfang, dass du das spürst, dass du es wirklich spürst, dass du daran glaubst, dass du eben diese Glaubensmuster wegtust, die dich einschränken und durch Glaubensmuster ersetzt, die dich bestärken. Und dann hast du die Basis gesetzt und dann kannst du wirken, dann bist du, weißt du, ich bin Schöpfer. Und dann geht es weiter in alle Lebensbereiche und so weiter und so fort, weil da das Denken ist so entscheidend. Und das sind nicht einzelne Glaubenssätze und so weiter und so fort, die du umdrehen musst, sondern du musst deinen ganzen Seinszustand in die Göttlichkeit erheben. That's it. Das ist der Zauber, das ist der Hokuspokus und für jeden da, für jeden erschwinglich. Und ich lade dich ganz, ganz, ganz herzlich ein, mit uns mitzureisen. Du kannst jetzt starten bis zum 7.9., dann ist erstmal dieser Kurs zu Ende, dann musst du warten, bis der nächste kommt. Aber warum warten, wenn es jetzt geht, wenn es jetzt gebraucht wird, wenn es jetzt, es ist doch jetzt brauche ich es doch. Ich kann doch nicht warten, bis ich in ein gutes Leben gehen will. Ich kann mich doch nicht warten, bis ich endlich bereit bin, alles in mir zu aktivieren, wo es schon lange so schreit. Das ist meine Meinung. Also ihr Lieben, dann komme ich jetzt mal zum Ende. Habt ihr noch Fragen? Ich sehe es hier. Ihr könnt mir auch unter das Video nachher noch in die Kommentare Frage stellen. Ihr könnt mich
anschreiben, über private Nachricht, per E-Mail, über meine Homepage mywellfeeling.com. Dort unter Ausbildungen kannst du dich sofort anmelden. Wenn du zuerst einen Videokurs kaufst, um diesen Trick zu machen, dass du es nachher um 200 Euro billiger kriegst, die Ausbildung zum Master of Divine Healing, dann schicke ich dir sofort einen Gutscheincode für diese 200 Euro zu und du kannst die Ausbildung kaufen. Wenn du unbedingt dabei sein willst, aber jetzt dieses Geld nicht hast und dir es noch nicht zutraust, es dir zu ermöglichen, weil du dir nicht zutraust, es zurückzuzahlen, dann darfst du das alles in dir verändern, weil es hängt nur an dir dran. Es liegt nur wirklich an dir. Wenn du nicht an dich glaubst, dann kann energetisch niemand anders an dich glauben. Es ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und wenn du anfängst, an dich zu glauben, glaubt die ganze Welt an dich. Also tu diesen Schritt, tu dir diesen Gefallen und glaube an dich. Und eigentlich ist es mir auch egal, ob du jetzt Divine Healing Ausbildung machst oder nicht. Es ist eine Möglichkeit für dich, es ist eine Chance, die ich dir biete. Aber worüber du niemals hinwegkommst, ist anzufangen, an dich zu glauben, in dich zu vertrauen und zu wissen, wer du wirklich bist. Das ist deine Lebensaufgabe. Das ist dein Lebenszweck. Und wenn du nach irgendwann mal noch nach deiner Lebensaufgabe, nach deiner Soul Calling oder wie auch immer das genannt wird, wenn du danach suchst, dann kann ich dir sagen, das Einzige, was du finden wirst, ist, ich bin hier, um herauszufinden, wer ich wirklich bin, wie ich wirke, wie ich das Leben erschaffe, wie ich als Schöpfer, wie ich mein Schöpfertum verkörpere und als Schöpfer mich in der Welt zeige. Verkörpern heißt auch zeigen. That's the way. Da geht es nicht dran zu ändern und nichts dran zu schütteln. Und ob du dich nachher über Kunst zeigst, über Gesang, über Heilung, über Coaching, über Inspiration als Speaker, was auch immer. Aber ich sag dir eins, es ist deine Aufgabe, dass du das verkörperst, was du wirklich bist und das, wenn du es verkörperst, dass du es zeigst. Du musst dich zeigen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Du bist nicht geboren, um dich zu verstecken und um zu hoffen, dass dich keiner zieht und keiner deine Fehlerhaftigkeit sieht, die du dir selber einredest. Du bist nicht fehlerhaft. An dir ist alles in Ordnung. Und es gibt keinen Grund, warum du nicht sprechen solltest, warum du dich nicht zeigen solltest, warum du dich nicht präsentieren solltest, warum du deine Göttlichkeit nicht ausstrahlen solltest. Das ist Bullshit, das ist verlogen, das ist Scheiße, das stimmt nicht. Und ich sag's täglich, es ist mir scheißegal, weil ich sag's mir auch. Ich muss es mir jeden Tag sagen, wenn da wieder irgendeine Bullshit-Geschichte, eine Bullshit-Story kommt, ich muss es mir jeden Tag sagen, dass diese verdammten teuflischen Lügen in meinem Leben nichts zu suchen haben. Und das möchte ich, dass das für dich auch so ist, dass du frei bist, frei von dem Scheiß. Also, schönen Tag wünsche ich dir. Tschüssi.